Jetzt natürlich bloß die Frage, wie viel bringt der DRS natürlich auf diese Strecke? Ich denke mal, es wird besonders auf der langen Geraden doch schon so, ja, sagen wir mal, gute 2. Na, eine Sekunde kannst du vielleicht auf der langen Geraden schon bringen. Dann nehmen wir das Trockensetup jetzt. Okay, es sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying. Denkst du? Na, lassen wir erstmal ein paar fahren, ne? Die Rester fährt schon mal 1,45, also das fängt ja schon mal wieder gut an für mich. Fahren wir schon mal lieber ein bisschen früher raus. Bevor wir hier mitten im Verkehr nachher drinne stecken. Das ist erstmal mit DRS, dass ich hier mal fahren darf jetzt. Der erste Sektor ist auch so voller Konzentration, man darf da wirklich keinen Fehler machen. Und letztes Mal bin ich mal gerade auf 270, 280 so gekommen, jetzt bin ich schon bei 310, einfach schon bei 320. Ich stehe mir nach der ersten Runde hier. Nach der letzten Runde liegst du auf Platz 5. Platz 5. Oh, der scheiß Peak ist ganz schön dicht an mich dran, ne? Natürlich so knapp, dass vor den Schatz Peak liegt, hilft mir natürlich nicht wirklich. Dachte ich wäre besser. Sah auf jeden Fall jetzt mal die Runde schon mal eindeutig ein bisschen besser aus. Sieht so aus, als ob das neue Teil nicht funktioniert. Das neu entwickelte Teil funktioniert nicht. Ah ja, doch, ne, es funktioniert schon. Wir sind auch jetzt momentan, so wie es aussieht, auf jeden Fall schon mal durch. Durch Q1. Da bin ich schon mal etwas.
Mit 1,43,1. Ich habe mich eine Sekunde hinter den Hamilton. Mich gar nicht so weit weg, wie ich es mir vorgestellt hatte. Stehen wir sogar noch vor Vettel momentan. Theoretische persönliche Bestzeit ist 1,42,9. Gut so, du hast Q2 erreicht. Ja, Q2, das ist schon mal etwas. Ist jemand Besonderes rausgeflogen? Nein, ist niemand. Scheiß Big ist aber weitergekommen. Na gut, Maldonado, die Rester sind raus, De La Rosa sogar weiter. Mensch, Mensch. Peak und De La Rosa sind beide weiter. Und ich darf jetzt hier weiterfahren in Q2. Wenn ich schon mal etwas auf den Erfolg auf der neuen Strecke hier in Q2 gelangt sein. Weil ich ganz ehrlich nicht wirklich damit rechne, in die Top 10 zu kommen. Und wollen wir mal ein bisschen vorspulen jetzt wieder. So, auf die Strecke. Fliegende Runde, gleich mal wieder düsen. Herrscht auf der Strecke Hochbetrieb. Ich sehe das schon. Upsa. So, da kommt der nächste. Aber ich darf ja jetzt fahren. Jetzt bin ich erstmal schon mal aus den Top 10 rausgefahren, weil ich natürlich noch keine Zeit habe. Ich weiß schon mehr kommen, dass ich jetzt genau in den Verkehr dort reinfahre noch. Da bin ich ein bisschen. Halt ein bisschen zu spät eingelenkt. Hat mich natürlich ein bisschen viel Zeit gekostet. Aber dafür habe ich ja noch eine zweite Runde jetzt. Das ist allerdings auch nicht wirklich besser von mir, wer jetzt war diesmal. Vielleicht kann ich jetzt, wenn ich noch in den anderen beiden Sektoren noch ein bisschen was rausholen. Das war natürlich auch wieder suboptimal mit dem stehenbleibenden Reifen.
Zeit in Sektor 2 ist gut. Du verlierst aber etwas in den Sektoren 1 und 3. Na, Sektor 1 war auch meine Schuld. Machen wir hier nochmal fett jetzt wenigstens für die eine Runde. Vorletzter Grand Prix des Jahres, es ist ja... Noch fünf Minuten bleiben in dieser Session. Jetzt passe ich die letzte Kurve auch noch. Die Runde an sich war jetzt ganz optimal. Achtung, wir haben gelbe Flaggen in Sektor 1. Sektor 1, gelbe Flaggen. Oh ja, Sektor 1 ist die gelbe Flaggen. Das interessiert mich jetzt nicht. Ich gehe jetzt in die Box und verschanze mich da erstmal bis zum Ende des Q2. Und behalte auch meinen Platz 5. Gut, jawohl. Du hast es in Q3 geschafft. Ich bin zwar 2,2 Sekunden hinter dem Fernando Alonso, aber naja, gut. Ist jemand Besonderes rausgeflogen? Meine Mercedes sind rausgeflogen. Es geht eigentlich. So, ja, wie mache ich das jetzt? Ich werde es wahrscheinlich so machen, so wie in... Wo war es? War das in Abu Dhabi? In Abu Dhabi, wo ich bis eine gezeitete Runde gefahren bin. Das hat, glaube ich, letztes Mal ganz gut geklappt. So, Reifen. Neuer D. Viel Verkehr auf der Strecke. Verkehr auf der Strecke. Alles ist bereit. Auf geht's. Ich muss auch noch wenigstens nochmal die Boxenausfahrt üben. Hab ich ja noch gar nicht gemacht. Da ist denn hier der Turm. Ich habe fast schon das Gefühl, dass die Reifen schon nach dem ersten Sektor schon warm sind hier. Okay, na gut, so schlimm ist es dann auch nicht, aber hätte mir zumindest vorstellen können, weil das hier doch schon, glaube ich, eine ziemliche Belastung für die Reifen ist. Vorne rechts ist jetzt fast schon warm. Stimmt halt noch von nicht vorne links. Einmal tief durchatmen und hoffen auf ein gutes Resultat. Jetzt sogar jetzt mal auf Fett fahren, diese Runde.
Erste Kurve nicht optimal. Kobayashi 6, 1,46 schon von Hamilton. Upsala. Boah, die sind aber ganz schön alle verflixt schnell. Ich glaube, das werde ich ewig so niemals schaffen, was die an Zeiten da fahren. Naja gut, 10. Platz aber auf jeden Fall. Zwar mit Abstand hinten. Da müsste ich ja knapp 2 Sekunden schneller fahren. Das ist ja irgendwie schon nicht machbar für mich. Ja, passt schon. Ist schon okay. Du hast das Auto auf Startplatz 10 gestellt. Das ist ein paar Plätze hinter den Erwartungen. Ja. Und damit hat auch Kamui das, die Qualifyings gegen mich gewonnen, auf jeden Fall in dieser Saison, das steht schon mal fest. 10. Platz. Dann wollen wir auf jeden Fall mal hoffen, dass das Rennen einigermaßen besser wird, als das, was jetzt gerade im Qualifying lief. Ja, enttäuscht ist man auf jeden Fall. Als 10. ist immerhin noch ein Punkt, also wenn wir das auf jeden Fall halten, bis zum Rennende, ein Punkt immerhin etwas. Top 20 Platzierung, 16 Punkte pro Schnitt, 8. Erfolgreiche Strecke war so.